Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Es geht weiter mit dem modularen Gangsystem. Oh Gott, hier sind total, ist total überstrahlt an der Stelle. Ich muss hier wieder die Lampen reduzieren. Zu viel Licht, hier ist zu viel Licht. Es ist viel zu viel Licht. Hier, 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 die sind viel zu hell, die Lampen. Die müssen wir reduzieren. Ich bin mal gespannt, bei wie vielen Lampen hier unten keine Lichtkegel mehr generiert werden, weil da gibt es ja ein Limit vom Spiel aus. Ja, wir sind immer noch dabei, hier aus den modularen Gangbauteilen, die wir vor kurzem fertiggestellt haben, ein Gangsystem zusammenzustückeln für die Villa. Und wir sehen, hier gibt es immer noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten. Hier gibt es auch noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten. Das sind aber die Lücken, die kann man dann später noch auffüllen. Das ist kein Problem. Die kann man ja dann per Einzelblockverfahren setzen, ja. Das ist ja okay. Und ich habe heute irgendwie wieder so ein Sprachproblem, so ein Vokabularproblem habe ich wieder heute. Ja, ganz schrecklich, was da wieder passiert in meinem Kopf. Da werden ganze Sätze und ganze Wörter werden wie in einen Mixer zusammengewürfelt und ergeben neue Wortkombinationen, die nie ein Mensch zuvor gehört hat. Ganz schrecklich, was ich da wieder tue. Ja, mich erinnert das ganze System ja so ein bisschen an die Art und Weise, wie die Gänge und Gebäude in der Reihe Alien designt sind. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Kolonie Hadley's Hope aus Aliens, die Rückkehr aus dem zweiten Alien-Film. Und ja, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, was so Industrial Design angeht. Und die gute Nachricht für alle Alien-Fans da draußen ist ja, dass jetzt bald ein neuer Film kommt, und zwar Alien Covenant. Ja, da bin ich mal sehr drauf gespannt auf den Film. Ja, man hat jetzt schon gesehen in dem Material, was jetzt schon zur Verfügung steht zu dem Film, dass da wieder sehr viel Wert auf dieses Design, auf genau dieses Design gelegt wird. Und da bin ich wirklich wieder sehr gespannt drauf. Ich freue mich riesig. Ich meine, ich fand ja Prometheus war zum Beispiel kein so toller Film, muss man mal sagen. Aber designmäßig, auch was dieses Industrial Design angeht, war der Film wieder erstklassig. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, das war wirklich wieder hervorragend, was da gezeigt wurde an Gestaltungen, auch von dem Schiff und so. Was ich nicht so cool fand, waren die Interfaces. Das hat einfach nicht in die Welt gepasst mit diesen holographischen Bildschirmen da und den ganzen Spirenzchen, die sie da abgefackelt haben. Das war mir zu übertrieben. Das hat nicht in die Alien-Reihe reingepasst, finde ich, von der Logik der Technik her. Aber ja, so ist das halt. Manchmal übertreiben die es halt einfach in Hollywood. Einfach nur, weil man da, weil es war ja ein 3D-Film, da wurde ja ein 3D gedreht. Und da wollte man halt unbedingt diesen 3D-Effekt, diese tollen Spielereien und diese Interfaces, die da so plastisch im Raum stehen. Und das ist halt irgendwie, finde ich, total, weiß ich nicht, hat nicht reingepasst. Aber egal, wie gesagt, die Gänge und das alles, das hat natürlich wieder super reingepasst. Das hat auch super funktioniert. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass Alien Covenant da höchstwahrscheinlich in die Richtung gehen wird. Und wahrscheinlich sogar noch mehr in die Richtung gehen wird, dass das alles so ein bisschen noch mehr Retro wird. Das finde ich ja sehr geil eigentlich. So, löschen wir mal hier diesen Teilstück weg. So, jetzt brauchen wir hier an der Stelle, jetzt bräuchten wir hier theoretisch eigentlich eine Kurve. Eine Kurve, eine, die nur so um die Ecke rumgeht hier. Da könnten wir, glaube ich, sogar... Wartet mal, da nehmen wir jetzt mal einfach die T-Kreuzung, würde ich sagen, und modifizieren die mal. Und zwar so, dass eine Kurve bei rauskommt. Wir bilden mal eine T-Kreuzung. So. Genau, und da kann ich die bei der Gelegenheit ja auch gleich mal noch ein bisschen hier nach vorne ziehen, tatsächlich. So, das war ja noch eine Sache, die noch fehlte, tatsächlich. Wir erinnern uns. Da war ja zu viel Platz. Na, da waren ja Lücken drin, die gestopft werden müssen. So, und da oben packen wir jetzt einfach so eine Schiene drauf. Genau so. Und das färben wir jetzt noch ein. Und zwar weiß. Weiß, 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 weiß. Ja, ich weiß. So. Ja, ich weiß. Perfekt. Und wir machen hier noch die Lichter entsprechend etwas dimmer, sonst sind die zu hell. Das wurde mir ja auch schon gesagt, ich soll auf jeden Fall für die Lichter, für die Lampen, soll ich auf jeden Fall, was soll ich da machen? Genau, ich soll da ein Aktivierungssystem einbauen.
dass die halt nicht von Anfang an aktiviert sind, sondern dass die pro Etage zugeschaltet werden. Das verknüpfe ich dann aber mit dem Lift tatsächlich. Ja, der Lift ist ja hier, der gibt ja immer die Etage an. Und dann werde ich das wahrscheinlich, oder ich werde das irgendwie mit Sensoren oder Lichtschaltern tatsächlich realisieren, dass man hier die Lichter an- und ausschalten kann. Weil das Problem ist nämlich in Scrap Mechanic, es gibt eine Obergrenze, wie viele Lichter gleichzeitig aktiv sein können. Ja, es kann sein, dass dann, wenn man zu viele Lichter platziert in einer Welt, dass dann die Lichter nicht mehr dargestellt werden, die Lichtkegel. Das ist auch so eine GPU-Limitierung tatsächlich. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also muss man gucken, dass man nicht zu viele Lichter platziert. Ich meine, das wird nicht abstürzen dadurch, das Spiel oder so, aber es sieht dann einfach komisch aus, wenn da Lampen aktiv sind, die aber kein Licht produzieren, ja. Das sieht halt einfach nur seltsam aus. So, um was ging es jetzt genau? Es ging jetzt darum, hier eine Kurve draus zu machen. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Eine Kurve, das heißt, hier zum Beispiel wäre jetzt die Kurve und hier wäre dann Wand sozusagen. Das heißt, wir löschen mal... Obwohl, wartet mal. Bevor ich das jetzt mache, nehme ich jetzt nochmal das Ganze hier auf dem Lift und speichere das nochmal als T-Kreuzung. Ich überschreibe mal die T-Kreuzung, die wir jetzt schon haben, weil ich ja jetzt hier die Korrekturen schon vorgenommen habe, entsprechend. Moment. Muss ich mal gerade nochmal schauen, Moment. Wie hieß die jetzt nochmal? Genau, Sci-Fi-Gang V01 Part 03. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich da den gleichen Namen gebe, wird die dann überschrieben? Das können wir jetzt mal probieren. Also, wir geben der jetzt den gleichen Namen. Sci-Fi-Gang. Ah, scheiße, nicht verschreiben jetzt. Gang. Unterstrich V01. Part 03, ne? Schauen wir mal. Speichern. Ah ja, a creation with this name already exists. Override it? Yes. Genau, jetzt haben wir das einfach ersetzt. Und quasi die korrigierte Version sollte jetzt, denke ich mal, auch verfügbar sein. Hoffe ich. Auch mit dem gedimmten Licht und so. Das können wir ja mit den Gängen dann auch nochmal machen demnächst. Dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen was optimieren. Dass das alles noch ein bisschen besser aneinander passt. So, genau. Jetzt ging es darum, eine Kurve zu bauen. Aus der Kreuzung, die wir jetzt schon haben. Aus der T-Kreuzung. So, da müssen wir mal schauen. Also, wenn ich jetzt hier eine Kurve bauen möchte... Eine Kurve. Müssen wir mal schauen. Also ich muss hier definitiv den Boden weglöschen an der Stelle, weil hier ist ja dann eine Wand. So, das heißt, das machen wir jetzt erstmal weg. So. Genau. Und zwar löschen wir das weg bis hier. Genau, das muss auch weg. Da machen wir jetzt wieder den Streifen rein. So. Und kann der bleiben da drin an der Stelle? Nee, der ist zu lang. Okay, da müssen wir die Einzelblöcke setzen. Flup, flup, flup. Wunderschön. Einmal einfärben. Und hier füllen wir das entsprechend auf. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Kurve. Also, wir bauen uns mal von unten nach oben hoch, was das angeht. Ja, und zwar bauen wir hier entsprechend diese abgerundeten Blöcke auf den Boden. So. Und hier müssen wir ein bisschen höher gehen. Eine Blockeinheit. Warte mal, die Blöcke da hinten, die sieht man ja gar nicht. Die machen wir mal aus normalem Zement. So. Und hier oben drauf setzen wir diese Blöcke. Genau. Das löschen wir weg an der Stelle. Und jetzt flanschen wir hier. Und da kommt wieder die liebliche Scrap Mechanic Musik, die mir wieder sagt, dass 20 Minuten um sind. Normalerweise wäre das jetzt mein Stichwort, die Folge zu beenden. Aber da ich ein bisschen zeitverzögert angefangen habe, mache ich das hier jetzt nicht. Wartet mal, ich habe doch hier diese Blöcke hier. Genau, den habe ich doch die ganze Zeit gesucht, Mensch. Freunde. So wollte ich das haben, genau. Obwohl, nee, wartet mal. So wollte ich das nicht haben. Wie wollte ich denn das haben? Scheiße. Wir bauen jetzt einfach da einen hin. So. Genau, und jetzt möchte ich hier nämlich mit diesem Block einfach nach oben gehen. So.
Hier oben, das löschen wir mal weg. Ja, das sieht doch gut aus. So, das ziehen wir jetzt. Hier ziehen wir jetzt diese Blöcke hoch. Genau. So, da haben wir schon mal da diese Wand. Und jetzt müssen wir das gleiche wieder hier auf der Rückseite hinbauen. Das heißt, auch hier brauchen wir diese Blöcke. Moment, da nehmen wir auch wieder die langen. So. Und flupp, flupp, genau, perfekt. Und jetzt müssen wir hier auch, glaube ich, nochmal... Ja, genau, da müssen wir auch nochmal so eine Platte einziehen. Wie gesagt, es handelt sich hier um eine Kurve. Eine wunderschöne, abgezirkelte Kurve. Oh nein, nicht runterfallen, oh Gott. Jetzt werden sich wieder einige fragen, warum mache ich hier nicht ein bisschen mehr Platz an der Stelle? Eine sehr gute Frage, auf die ich die Antwort nicht kenne. Weil ich es gerne kompliziert habe. Weil ich halt gerne an Ecken hängen bleibe und so. Genau, hier befindet sich ja jetzt schon so ein Streifen. Das heißt, den müssen wir da jetzt nicht extra nochmal einsetzen. Genau, das ist eigentlich schon... Eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Hier oben müssen wir nochmal was verändern. Und zwar kommt jetzt die Leuchte. Die leuchtende Leuchte, die nehmen wir da weg, genau. Und das nehmen wir hier mal auch weg. Und bauen das Ganze entsprechend dann hier drüben. Das bauen wir jetzt einfach zu. Wunderschön. Flup, flup, flup. Moment. Tu es. Genau. Wunderbar. Und da kommt eine Lampe in die Ecke. Würde ich sagen. Lampe, Lampe, Lampe. Wo bist du? Da bist du. Dahin. Eine Lampe. So. Und das Ganze wird auf 7 gestellt. Steht die eigentlich auch auf 7? Die steht auf 11. Warum steht die auf 11? Viel zu hell. So, jetzt färben wir das Ganze noch ein. Und zwar mit Weiß. Weiß, weiß, weiß. So. Ist das eigentlich auch weiß? Ja, das ist weiß. Warum ist denn das heller als das? Verstehe ich gerade nicht. Egal. So, schön einfärben. Einfärben. Und da oben müssen wir auch noch Blöcke auffüllen. Die Wand ist noch nicht komplett fertig. So, das müssen wir auch färben. Was machen wir da eigentlich rein? Dieses Löchlein. Ein Timer. Wir bauen einfach einen Timer da rein. So. Wunderbar. Der wird weiß gefärbt. So, okay. So, jetzt bauen wir hier die Rückwand wieder. Oh, da muss ich jetzt auch mal gucken. Warte mal, wie macht man jetzt hier die Rückwand? Oh, lass mich durch. Lass mich doch durch. Ich mach die mal von oben. Warte mal, wir ziehen mal das. Das ziehen wir mal hier rüber. Es wird dann weggelöscht. Alles, was übersteht, wird einfach weggelöscht. So, jetzt ziehen wir hier einfach eins. Ne, warte mal. Gehen jetzt einfach von oben mit diesen Blöcken in diesem Abstand nach unten. Das müsste jetzt eigentlich schon die Rückwand sein, theoretisch. Vielleicht hier noch zur Sicherheit einen Stabilisierungsblock einziehen. Eine Stabilisierungsreihe. Und dann gucken wir mal, wie wir da noch die Lücke füllen. Die müssen wir auch noch dicht kriegen. Und das alles nur für eine Kurve, ja? Jetzt stellt euch mal vor, nur um mal jetzt die Leute zu besänftigen, die jetzt sagen, ist doch voll langweilig, es dauert doch voll lange, das ist doch voll unnötig. Nur um mal die Leute jetzt zu besänftigen, die das schreiben. Stellt euch jetzt mal vor, wir müssten das, was wir jetzt hier machen, für jede Ecke in diesem Gangsystem machen. Für jede einzelne.
Ja, stellt euch das mal vor, wie ätzend das wäre. Vor allem, wir müssten ständig die Abstände überprüfen. Ja, das wäre total ätzend. Deswegen modulares Gangsystem, kann ich nur empfehlen. Spart echt Zeit. Das ist ja echt voll der Zeitsparer. Das sieht vielleicht jetzt noch nicht so danach aus, aber es ist trotzdem, es ist voll die Zeitsparaktion. Sicher, wenn ich mich ein bisschen noch schlauer dabei anstellen würde, würde es wahrscheinlich sogar noch schneller gehen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber es geht eigentlich jetzt schon ziemlich schnell, muss man mal wirklich sagen. Es geht eigentlich jetzt schon sehr schnell. So, genau, jetzt können wir an der Stelle, wie habe ich das jetzt hier eigentlich immer gemacht? Genau, wir müssen jetzt hier nochmal diesen Block setzen. Und diesen Block setzen. Und dann machen wir das einfach analog. So, 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 so. So, so, so. Genau. Dann füllen wir da wieder auf. So, 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 so. Da! Das meine ich nämlich, deswegen dauert es nämlich auch unnötig lange. So. Aber ich muss sagen, wenn wir einmal diese Kurve halt gebaut haben, ne, das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Bei aller Kritik. Wenn wir das einmal gebaut haben, dann können wir das immer wieder benutzen. Dann müssen wir das nie wieder nochmal bauen. So. Wunderschön. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir noch irgendwo überstehende Blöcke, die wir nicht brauchen? Im Prinzip diese Blöcke hier, die können wir eigentlich löschen. Die werden nicht gebraucht. Das lassen wir mal hier als Sicherheit. Das steht auch über. Das wird auch nicht gebraucht. Genau. So passt das. Wunderschön. Oh, wie ich hier mal hängen bleibe. Ist so nervig. So, genau. Da haben wir die Kurve gebaut. Das ist die Kurve. Würde ich jetzt sagen. Ja. Die werden wir jetzt gleich noch testen. Die muss ich jetzt natürlich noch abspeichern, ja. Die speichern wir jetzt ab als Sci-Fi Gang halt Unterstrich V01 Part 04. So. Safen. Genau. So, und das können wir jetzt hier weglöschen. Und jetzt schweißen wir das gleich direkt mal hier in die Ecke an. Da bin ich mal jetzt sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Wie gesagt, wenn es klappt mit dem Schweißen, haben wir es richtig gemacht und es sieht sehr gut aus. Man kann es anschweißen. Ich muss noch gucken, dass ich es auch an die richtige Stelle setze. Sieht gut aus. Jawohl. Wie angegossen. Guckt euch das mal an hier. Wie angegossen. Wunderbar, wunderprächtig. Nice. So, und hier kommt jetzt wie geplant ein weiteres Gangteil ran. Dann sehen wir dann auch, wenn das hier alles klappt mit dem Anschweißen, sehen wir, ob wir es richtig gemacht haben oder nicht. Ob du richtig stehst oder nicht, siehst du, wenn angeht das Licht. Nein, der Reim ging anders. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angehst. Nein, das ging auch wieder anders. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So rum war das, genau. So, Moment. Jetzt brauchen wir das normale Gangstück. Bilden. Da wird wahrscheinlich hier an der Stelle wieder was überstehen, könnt ihr mir denken. Könnte man denken, könnte man denken, könnte man denken. Genau, es ist sogar schon richtig gedreht. Ich raste aus. Schauen wir mal. Geht das? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Was ist da los? Ach, es liegt wieder an den Blöcken da, ne? Glaube schon. Warte mal. Löschen wir die mal. Ich glaube, ich könnte auch einfach an dem Teilstück, was ich gerade erzeugt habe, was weglöschen. Dann müsste es wahrscheinlich auch gehen mit dem Schweißen. Aber egal. Egal. Jetzt geht es. Guckt euch das mal an, wie schön das passt. Hui. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen komisch, ne? Aber so ist das. Das muss man dann halt entsprechend wieder auffüllen. Wie macht man das da jetzt eigentlich? Man könnte den oberen Teil eigentlich theoretisch auch durchgängig gestalten. Diese Blöcke da oben. Dann hätte man weniger Probleme mit dem Aneinanderanfügen von solchen Stellen. Aber ja, das ist jetzt erstmal egal. Ich werde jetzt das hier unten einfach mal provisorisch füllen jetzt.
Wie gesagt, so ein paar kleinere Kinderkrankheiten gibt es hier immer noch. Das ist aber normal. Das gehört dazu. Sonst wäre es ja langweilig. Und selbst wenn wir hier diese Blöcke noch setzen müssen, geht es immer noch, wie gesagt, viel schneller, als wenn wir hier wirklich alles per Hand setzen müssten und gar nichts schweißen. Wunderschön. Hier habe ich was vergessen einzufärben, sehe ich gerade. Oder? Nee, das war schon... Hä, wieso ist das hier so... Ach so, wegen dem Licht wahrscheinlich wieder, ne? Das ist hier wieder zu stark. Hä, hatte ich das nicht runtergedreht schon? Das habe ich nicht... Ja, genau, bei dem Hauptgangstück habe ich das ja noch nicht gespeichert, genau. Nee, alles okay, alles okay, alles okay. Alles okay. Nee, sieht gut aus. Alles gut. Alles schick. Hier muss ich noch färben. Haha. So, und ich würde sagen, an der Stelle ist tatsächlich auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic und dann, ja, baue ich damit einfach weiter mit dem modularen Gangsystem. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.